Das hier ist Obegrensat, eine Leuchte von IKEA mit so einem LED-Raster. Und die kann verschiedene Animationen abspielen, zum Beispiel dieses. Und hier sieht man auch, meine hat hier oben einen kleinen Fehler. Es geht mir aber eigentlich um was ganz anderes. Die kann nämlich leider nicht mehr als genau solche komischen blinkenden Animationen abspielen. Dabei wäre sie doch eigentlich prädestiniert dafür, die Uhrzeit anzeigen zu können. Und genau das wollen wir in diesem Video machen. Wir hacken diese Leuchte, wir bauen die CPU aus und löten eine neue CPU ein. Und dann kann dieses Ding über WLAN die Uhrzeit anzeigen. Viel Spaß. So, das sind ja ganz schöne Animationen, aber erstmal ziehe ich jetzt den Stecker und dann gucken wir uns mal an, wie das gemacht ist. Das ist nämlich einfach ein Metallgehäuse. Es ist leider aber nicht besonders wartungsfreundlich gebaut, dieses Gehäuse. Es ist nämlich einfach zugenietet mit Aluminiumnieten und die werden wir jetzt erstmal aufbohren. So, und in dem Gehäuse sind eigentlich 4 LED-Paneele, 1, 2, 3, 4. Und das obere LED-Panel ist das, was hier die Zuleitung mit dem Strom hat und dem Taster. Und das hat hier einen Chip, den die anderen Module nicht haben. Und das ist der Chip, der diese ganze Ansteuerung übernimmt. Und den löten wir jetzt erstmal aus. So, jetzt versuche ich erstmal, ob ich den mit Entlötlitze so weit gelöst bekomme, dass ich ihn abnehmen kann. Das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Ich habe mir dann so eine Heißluftlötstation bestellt, eine ganz, ganz günstige für 38 Euro. Ich habe ein eigenes Video dazu gemacht, verlinke ich euch oben rechts in der Ecke. Ich bin aber ein bisschen zu rabiat vorgegangen, also seid ein bisschen vorsichtiger und lasst die Lötstellen erst wirklich gut heiß werden, bevor ihr den Chip rausnehmt. Ich habe da ein bisschen zu doll gehebelt, es ist aber trotzdem alles gut gegangen. Jetzt ist er raus, der alte Chip war hier. Jetzt sind wir aber mit Obegrensat erstmal soweit durch mit dem Vorbereiten. Wir brauchen ja irgendwie eine neue Ansteuerung und das machen wir mit einem ESP8266 auf einem WMOS D1 Mini Pro Board. Das hat den großen Vorteil, das hat WLAN und wenn wir die Uhr darauf anzeigen wollen, müssen wir irgendwoher die Uhrzeit bekommen und das machen wir eben einfach, indem sich dieser ESP8266 ins WLAN einwählt und sich dann eben übers Internet die Uhrzeit selber holen kann. Das heißt, diese Uhr wird sich dann auch automatisch auf Winter- und Sommerzeit einstellen. So, damit ich das jetzt bespielen kann mit der Firmware, schließe ich den ESP per USB an den Rechner an. Um jetzt mit der Arduino IDE diesen ESP8266 mit der Firmware bespielen zu können, müssen wir ein paar Sachen mit der Arduino IDE erst machen. Erstmal müssen wir in den Einstellungen hier unten in die Boardmanager URLs die URL eintragen, wo der Boardmanager weitere Informationen zu ESP8266 Boards bekommen kann. Danach geht ihr in den Boardmanager, sucht nach ESP8266 und installiert ESP8266 bei ESP8266 Community. Habe ich jetzt schon, das dauert einen kleinen Moment. Dann geht ihr auf Tools, auf Board und stellt hier ein, dass ihr eben ein D1 Mini Pro Board benutzt. Und dann geht ihr noch auf Port und wählt USB Serial aus. Bevor wir den Sketch jetzt auf den ESP8266 übertragen, müssen wir aber noch die Daten für unser WLAN eingeben. Das ist Zeile 15 und Zeile 16 im Sketch. Da gebt ihr bei der SSID eben euren WLAN-Namen und beim Passwort eben euer Passwort für euer WLAN ein. So, und wenn ihr das alles habt, dann klickt ihr oben links auf diesen Pfeil nach rechts. Dann kompiliert er den Sketch erst und lädt ihn dann auf den ESP8266. Es dauert einen kleinen Moment. Hier in dieser Output-Konsole seht ihr, was da passiert. Das ist dann irgendwann bei Writing 100% und dann könnt ihr den ESP8266 vom PC einfach wieder abziehen. So, wenn euch das zu schnell ging jetzt mit der Arduino IDE und dem Aufspielen des Sketches, ich verlinke euch das nochmal als Anleitung, als Textanleitung und in der Videobeschreibung, da könnt ihr das nochmal in Ruhe nachlesen. Es gibt auch einen Web-Installer, dann könnt ihr euch diese ganze Arduino IDE nochmal sparen. Aber so schwer ist es nicht, wenn man das einmal verstanden hat, wie es geht. Ist es auch für andere Projekte praktisch. So, und jetzt können wir uns darum kümmern, dieses Board in unsere IKEA-Lampe einzubauen. Dafür sind ein paar Kabel nötig, die wir da jetzt verlöten müssen. So, am praktischsten ist es jetzt, wenn ihr 6 verschiedene Drahtfarben habt, dann sieht man das ein bisschen besser, was da eigentlich wo hingeht. Ihr könnt es natürlich auch alles mit gleichfarbigem Draht machen. Geht ganz genauso. Ich mache jetzt auf die Pads erstmal ein bisschen Lötzinn. Und jetzt löte ich an die Eingangspins des ersten LED-Panels, also das, wo der Originalsteuerungschip drauf war, jeweils ein Kabel. So, jetzt verbinde ich die einfach mit den Pins von unserem ESP. Wenn ihr das nachbauen wollt, nehmt lieber unsere Anleitung aus dem Heft dazu als meine Erklärung hier. Jetzt brauchen wir noch den Anschluss von unserem Taster. Der ist im Original ja dazu da,
um die verschiedenen Blinkmuster durchzuschalten. Und in unserer Modifikation nach unserem Hack ist der dann ein Helligkeitsschalter. Der hat hier auf der Innenseite zwei Kontakte. Die nehme ich erstmal komplett weg. Eins und zwei. Die gingen ja zu dem alten Microcontroller, der das bisher gesteuert hat. Den benutzen wir ja gar nicht mehr, von daher fangen wir auch mit diesen Kabeln nichts mehr an. Und jetzt können wir da neue Kabel dran löten. Ich mache jetzt schwarz unten dran. Bei so einem Taster ist es ja auch egal, der macht ja einfach nur einen Durchgang, wie rum er den anschließt. Ein Ende habe ich bei Ground mit angeschlossen und das andere Ende kommt auf D4. So, und wenn ich jetzt einen Stecker einstecke, dann dauert es einen kleinen Moment, weil sich ja der ESP erstmal mit dem WLAN verbinden muss und da ist die Uhrzeit. 11 Uhr, was haben wir jetzt? 38. Lustigerweise hat es gerade eine ganze Weile gedauert, bis es tatsächlich funktioniert hat. Ich hatte alles nochmal auseinandergelötet, nochmal zusammengelötet, weil ich erst dachte, ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Ich habe dann aber festgestellt, Grund für das Problem war das Netzteil, mit dem ich das Ganze betrieben habe. Das ist ein altes iPhone-Netzteil, das hat wahrscheinlich schon bald 10 Jahre auf dem Buckel. Mit dem kann ich auch andere Geräte laden und betreiben. Nur mit dem ESP32 hier wollte es, warum auch immer, nicht funktionieren. Jetzt habe ich ein anderes Netzteil dran. Damit funktioniert es. Also, falls ihr ein ähnliches Problem habt und es erstmal einfach überhaupt nicht funktioniert, tauscht mal das Netzteil. Vielleicht liegt es ja daran. Und ja, ich habe gemessen, Strom war da. Aber es hat trotzdem nicht funktioniert. Ich weiß es nicht. Ja, die Funktion hatte ich jetzt schon vollständig hergestellt. Ich wollte aber gerne den Metallrahmen eben noch abdecken. Und deswegen habe ich diesen Holzrahmen hier gebaut. Ich zeige euch im Schnelldurchgang, wie ich das gemacht habe. Da ist jetzt meine Version vom Obegrenzart-Hack. Ich finde, durch diesen Holzrahmen hat es einfach noch mal ein bisschen gewonnen. Ich finde ja die Lampe so auch schon schick mit dem schwarzen Rahmen. Ich habe jetzt eben einfach einen Holzrahmen drumherum gebaut, weil ich finde, dass das zu unserer Einrichtung ein bisschen besser passt. Muss man natürlich nicht machen. Das war auch tatsächlich gar nicht so ganz einfach, weil Obegrenzart ja einen relativ breiten Rahmen hat mit 20 mm, den man komplett überdecken muss. Und normalerweise würde man bei so einem Bilderrahmen ja hier nur so 5 mm vielleicht einnuten, damit das Bild gerade so hinten drin liegen kann. Und hier musste ich 20 mm auf der Rückseite wegnehmen. Und dann werden das einfach relativ dünne und filigrane L-Teile, die gar nicht so ganz leicht herzustellen sind. Und wenn sie dann noch wirklich sauber auf Gärung sein sollen und die Ecken hier wirklich zu sein sollen, war nicht so ganz einfach, hat irgendwie geklappt. Wenn das jetzt hier im Video vielleicht zu schnell ging, es gibt das Ganze auch als gedruckte Anleitung bei uns. Ich habe mir das ja nicht selber ausgedacht, sondern das ist ein Artikel, der im Mac-Magazin erschienen ist und der auch auf Heise Plus online lesbar ist. Das heißt, wenn ihr ein Heise Plus-Abo habt, dann könnt ihr den Artikel da auch lesen. In dem Online-Artikel, beziehungsweise auch in dem Heftartikel, ist ganz ausführlich beschrieben, wie eigentlich diese Programmierung funktioniert und was genau dieser Sketch macht und auch, wie man noch ganz andere Sachen auf so eine Obegrenzart-Lampe oder Uhr draufbekommen kann. Das könnt ihr da nachlesen. Ich verlinke euch das alles unten in der Videobeschreibung. Für das Video wäre das jetzt ein bisschen zu viel gewesen, aber es ist sehr interessant zu lesen. Kann ich sehr empfehlen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.